Hallo und willkommen zu einem heute etwas kürzeren Videocast. Mein Name ist Sascha Patschka und ich präsentiere euch die Tutorial-Reihe WPF Lernen. Heute geht es um Styles. Ich habe extra Styles, Templates und Trigger in drei extra Videos gemacht, in drei einzelnen Videos, einfach damit man sich besser auf das Wesentliche konzentrieren kann, auf die einzelnen Teile, also entweder Styles, Templates oder auf Trigger. Und das Gelernte dann eben ausprobieren kann. Wenn man alles drei auf einmal macht, wird es ein bisschen komplizierter. So kann man sich einfach auf eine Sache konzentrieren. Und heute gehen wir Styles durch. Das Video wird ein bisschen kürzer wie das letzte. Einfach, ja, Styles ist jetzt nicht so umfangreich. Warum sollte man Styles verwenden, gehen wir durch. Wir gehen ein paar Beispiele durch. Und wir lernen, wie wir Styles programmweit nutzen können. Dazu habe ich schon ein Projekt aufgemacht und ein paar Buttons hinzugefügt. Die Buttons haben einen blauen Hintergrund, eine rote Umrandung und eine Schattierung. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, der Button. Und jetzt geht es einfach nur darum, dass wir sehen hier, wir haben diverse Properties definiert mit einem Wert und das für jeden Button eigentlich gleich und wir sehen sofort, es wird unübersichtlich. Ich meine, wenn ich hier alleine schon mal 4-5 Zeilen benötige, um einen Button zu deklarieren und dann natürlich auch enorm viel Zeichen, um die ganzen Properties zu setzen, ja, nicht unbedingt übersichtlich und auch total unnötig. In der WPF gibt es dafür Styles. Kann man irgendwie vergleichen mit CSS in der Webentwicklung. Ich lege einen Style fest und diesen Style kann ich wiederverwenden. Entweder über einen Key oder ich lege im Style den Target Type fest. Zum Beispiel Button oder Listbox oder was auch immer. Und dann wird dieser Style immer auf zum Beispiel einen Button angewandt. Wir werden jetzt diese Button hernehmen und umbauen, so dass sie einen Style verwenden. Ein Style kann ich in jedem UI-Element festlegen, also in jeder Ressource. Jedes UI-Element hat das Property Resources und in diese kann ich überall einen Style hinein definieren. Zum Beispiel jetzt im Grid oder im Window. Wir probieren das jetzt mal am Grid. Hier habe ich Resources und in die Resources kann ich dann einen Style anlegen und kann dem dann einen Key geben. Wir nehmen jetzt mal My Button Style. Ja, und in diesem Style, wenn ich jetzt einen Setter festlege und dann möchte ich als Property möchte ich definieren Background, dann sehe ich gleich, na, keine IntelliSense. Eigentlich wird überall fast IntelliSense geboten, irgendwas hat es da. Weil ich keinen Typ angegeben habe. Jetzt weiß die WPF nicht, okay, für was wird dieser Style dann sein? Ich kann hier zwar Background eingeben und einen Value von, nehmen wir Blue, nehmen. Ich bekomme es dann unterstrichen und mir wird gesagt, das Element Background wurde nicht erkannt. Das liegt daran, dass er einfach nicht weiß, okay, für was ist dieser Style jetzt. Ich muss ihm einfach sagen, ich kann ihm jetzt sagen, okay, gut, der Target Type ist UI Element oder Control. Jedes Control hat einen Background. Wenn ich jetzt irgendwas in einem Style definiere, was jetzt das Konto, ein normales Control nicht hat, der Basistyp, aber ein Button zum Beispiel, dann würde das wieder nicht gehen. Am besten, ich versuche immer zu definieren, was will ich machen, zum Beispiel jetzt in dem Fall einen Button. Hier schlägt wieder der Typ-Konverter der WPF auf und wandelt einfach den String Button, den ich hier in Target-Type schreibe, und tut das, also castet diesen String, es geht über Reflection, kann er den Typ dann herausfinden und casten. Schöner ist es allerdings,
wenn ich hier den X-Type-Button angebe, dann erspart sich die WPF das, ist ein wenig performanter. Nicht spürbar, aber es ist performanter und ich weiß ganz genau, ich habe das Richtige angegeben, weil bei einem String kann ich mich vertippen. Er würde es zwar anzeigen, aber ist nie eine gute Idee. Gut, jetzt habe ich einen Background gewählt. In dem Fall jetzt Blue. Wir nehmen jetzt nicht den Light Blue, sondern den Blue, damit wir einfach sehen, okay, was verändert sich. Was haben wir noch hier? Den Border Brush, die Thickness, Content. Wir nehmen einfach ein paar her. Border Brush setzen wir, sagen wir, auf Grün. So, wir haben ein paar Dinge definiert. Wenn wir das jetzt diesem Button zuweisen wollen, können wir das über den Key machen, My Button Style, und zwar über die Style-Eigenschaft. Das kann ich jetzt irgendwo in den Button machen. Ich kann sagen Style und kann dann über die Static Resource suchen den My Button Style. Was der Unterschied zwischen Static Resource und Dynamic Resource ist, das gehen wir ganz genau noch in einem anderen Kapitel durch. Grob gesagt mal, Static ist statisch, Dynamic ist Dynamic. Würde ich jetzt vom Code behind oder von irgendwo aus Eigenschaften eines Styles abändern, würde bei Dynamic Resource die View das mitbekommen, also der XAML, und würde das abändern, also darstellen korrekt sofort. Bei einer Static Resource nicht, ist aber performanter natürlich, weil dieser Benachrichtigungsmechanismus fehlt. So, ich habe jetzt diesen Style angegeben und ich sehe, es passiert bei dem Button nichts, obwohl ich hier Blue und Green angegeben habe. Das ist wieder aufgrund der Vererbung. Ich habe hier einen Style festgelegt, der wird jetzt auch schon diesem Button zugewiesen, aber hier überschreibe ich es ja wieder. Somit greift das erst wieder nicht, weil ich diese Setter hier alle überschreibe wieder. Das heißt, alles, was ich hier im Style festlege, muss ich, damit ich es auch sehe, hier die Eigenschaften wegnehmen. Das machen wir jetzt mal mit dem Background und dem Border Brush und mit dem Border Thickness. So. Jetzt sehe ich, mein Style greift, wenn ich hier das jetzt abändere auf Red, dann greift das. Das sehe ich sofort. Okay. Jetzt kann ich noch die anderen Setter theoretisch noch festlegen. Ich kann auch den Drop Shadow Effekt auch in das Style mit einbinden. Das sehen wir auch gleich noch. Was ich jetzt habe, ist, ich habe den Style hier angegeben. Jetzt hat nur dieser Button, hat jetzt diesen Style, weil ich nur bei diesem Button auch ihn mit hineingenommen habe. Jetzt kann ich das Style natürlich überall hin kopieren. Ist natürlich auch nicht unbedingt sehr schön. Einfach zum Testen nehme ich jetzt überall diese Sachen hier weg, damit wir einfach sehen, okay, wird der Style angewandt, weil wir überschreiben ja eigentlich wieder alles. So, alle Eigenschaften weg. So, jetzt haben wir wieder stinknormale Buttons eigentlich, nur mit dem Schatteneffekt. Außer bis auf den einen, hier haben wir unseren Style zugewiesen. Hier haben wir noch das Margin drinnen, das werden wir jetzt gleich nach oben übernehmen. Können wir so eigentlich auch lassen. Gut. Jetzt haben wir wieder ein Margin drinnen. Aber nur beim ersten Button wieder.
weil die anderen wissen noch nichts davon. Jetzt habe ich ja hier diesen Style angegeben. Könnte ich jetzt bei alle hineinkopieren, also nehme ich, kopiere ich jetzt da unten hinein, dann hat der zweite Button das genauso. Irgendwie, ja, dann auch nicht unbedingt viel besser als vorher, habe ich halt überall den Style drinnen. Ich kann natürlich auch jetzt den Style allgemein für Button definieren. Dazu nehme ich jetzt einfach den Key heraus. Und ich sehe gleich, wie die anderen Button auch mitgehen. Der Style, den gibt es jetzt nicht mehr, muss ich ihn hier hinausnehmen. So, weg. Und ich sehe, alle Button haben diesen Style. Der obere ist jetzt noch größer, weil ich hier noch ein paar Werte gesetzt habe. Die geben wir jetzt bei den anderen auch hinein. Wir haben die Min-Height von 30. Und ein Padding. Gut. Jetzt kann ich das hier auch wegnehmen. So, soweit haben jetzt alle Button dieselbe Optik. Boah, das Rot sticht ein wenig. Hm. So, besser. Gut, wir haben jetzt mal gelernt, okay, gut, wir können die Styles jetzt angeben. Jetzt probieren wir noch diesen Drop-Shadow-Effekt anzugeben. Und da haben wir hier jetzt Setter. Und was haben wir hier für ein Property-Effekt? Wenn ich jetzt hier sage Effekt, also Property-Effekt. Ja, was gebe ich jetzt als Value an? Irgendwie doof. Wie soll ich jetzt das hier als Value angeben? Ich muss das irgendwie anders lösen. Und genauso wie wir es hier machen können, dass wir hier schreiben Button.Effekt, genauso können wir den Value auch schreiben über die lange Syntax, über die Eigenschaften-Syntax, indem wir hier den Setter auf diese Art und Weise setzen. Ja, und dann können wir den Drop-Shadow-Effekt hinzufügen mit einer Opacity von 0,6. Und dann könnten wir das jetzt auch aus dem Button rausnehmen. Und wenn wir das jetzt rausnehmen, sehen wir, dass dieser Style übernommen wird. Ich kann jetzt mal hier auf was anderes setzen, zum Beispiel auf die Opacity 1. Dann sehen wir, okay, die, wo ich es schon noch hinausgenommen habe, den Drop-Shadow-Effekt, da greift der Style, bei den anderen greift der Effekt. Wenn ich den jetzt hier auch rausnehme, dann greift der Style. Und schon haben wir eigentlich alles ausgelagert. Wir könnten jetzt auch umstellen auf die kurze Schreibweise des Buttons. Dann ist hier noch weniger XAML zu sehen. Und ich habe schon ein wirklich sauberes Layout. Ich habe wenig XAML, finde mich super zurecht und weiß auf den ersten Blick, was da drinnen ist in meinem Fenster oder in meinem User Control oder wo auch immer. Ich habe hier alles in einen Style ausgelagert. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich sage, okay, gut, der Drop Shadow Effekt, den möchte ich eigentlich nicht nur in diesem Style haben, den möchte ich an mehreren Stellen haben. Ich möchte mir nicht immer wieder hier in einem Style definieren. Ich kann ihn natürlich auch auslagern und kann den in irgendwelche Ressourcen geben, in die Fensterressourcen, in die Grid-Ressourcen. Ich kann ihm auch in die Style-Ressourcen geben und kann sagen Style.Resources. Und hier kann ich jetzt diesen Drop Shadow, den kopieren wir hier jetzt oder ja, kopieren wir da. Habe ich hier einen Drop Shadow Effekt und dem gebe ich jetzt einen Key. My Shadow. Nennen wir den, genau. My Shadow.
Ja. Bei euch wird das dann nicht unterwelt sein, bei mir ist es unterwelt, das macht mir der Resharper, weil er sagt, okay, der Name ist nicht, ist irgendwie nicht korrekt. Wenn ich jetzt da ein großes M mache, dann sagt er, okay, das passt. Gut, jetzt wo ich hier das quasi als Ressource definiert habe, kann ich auch hier wieder über die kurze Schreibweise darauf zugreifen und sagen, Value ist meine Static Resource. My Shadow. Und dann funktioniert das auch wieder. Obwohl, ja, obwohl ich nicht die lange Schreibweise habe, hier kann ich dann wieder die kurze Schreibweise haben, weil ich einfach nur auf eine Static Resource verweise, die hier oben ist. Also man sieht, man kann das über verschiedene Art und Weisen implementieren, die Styles festlegen, wie es einem am übersichtlichsten ist. Das muss dann jeder für sich wissen oder jeder wissen, okay, wie möchte er jetzt eine Anwendung machen? Brauche ich denn den Schatten öfter irgendwo? Dann will ich mir ihn irgendwo global ablegen, einen Key definieren und dann habe ich ihn überall in der Anwendung, kann ich dann darauf zugreifen und kann ihn verwenden. Das Schöne ist halt dann bei Styles und Ressourcen, wenn ich diese anlege, ich ändere das an einer Stelle dann. Angenommen jetzt, nach 3 Jahren ist meine App, ja, ich finde sie nicht mehr schön. Die Farben waren nicht gut gewählt damals und das, ich möchte ein bisschen redesignen. Wenn ich die Ressourcen alle ausgelagert habe, dann kann ich es an einer Stelle ändern, die Farbe, die Höhe des Buttons etc. und habe es überall aktualisiert. Das heißt, an einer Stelle ändere ich es und mein ganzes Programm sieht anders aus. Ist natürlich extrem geil für Skinning oder Teaming, ne? Ich kann ein anderes Team implementieren ohne irgendwelche Probleme. Sehen wir uns an, wie wir einen Style vererben können oder überschreiben können. Und sagen wir jetzt, okay, wir nehmen einen Style, der heißt, wie heißt der? My Override Style. Da ist auch Target Type der Button. Aber ich sag, der basiert auf einen anderen Style, auf diesen hier und das ist der Style für den Button. Hier kann ich sagen, okay, er basiert auf eine Static Resource und zwar den Typ Button. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, okay, Set a Property. Hier möchte ich jetzt einen anderen Background haben, nämlich Yellow. Dann wird kein einziger Button yellow werden, weil ja überall dieser Style greift, der keinen Key hat, der greift für jeden Button. Und diesen hier möchte ich jetzt nur auf dem Button 2 anwenden. Dann kann ich hier sagen Style, Static Resource, My Override Style. Dann sehe ich, der Hintergrund wird gelb, aber es greift nicht nur das hier, sondern durch Based On greift dieses komplette Style auch. Er hat einen Schatten, er hat den grünen Border, er hat ein Margin, eine Min-Height, eine Min-Width, ein Padding. Alle Properties von diesem Style greifen, aber auch der eine hier, dass der Hintergrund gelb ist, gelb sein soll, wird überschrieben. Ich könnte es hier jetzt auch nochmal überschreiben und sagen, explizit nein, aber ich möchte trotzdem nur ein Margin von 2 haben. Dann wird das Margin von diesem Style überschrieben. Also ich bin da wirklich sehr flexibel, kann das schön auslagern und zeige euch jetzt auch, wie ich den nochmal überschreiben könnte. Mit Based On und kann sagen Static Resource My Override Style. Und jetzt wird dieser Style von dem, der erbt von dem und der wiederum erbt von dem hier. Und jetzt kann ich hier dann auch den My Second Override Style angeben. Ist in dem Fall jetzt dasselbe, wir nehmen jetzt einmal
Gibt's Pink? Ja, Pink, cool. Sehr männlich, super. Kann ich Pink nehmen. Und ihr seht, da kann man halt wirklich sehr schön verschachteln und natürlich kann man sie auch verschachteln. Aber im Grunde ist das sehr flexibel, das System. Und ich kann mir die Optik wirklich schön anpassen von jedem einzelnen Control und habe das dann auch überall zur Verfügung. Überall darunter. Ich habe das Ganze jetzt im Grid definiert. Wenn wir jetzt dann diese Ressourcen auslagern würden. So, das machen wir jetzt einfach mal. Wir schmeißen die jetzt in das Stack Panel. So, jetzt sind die Ressourcen. Es ändert nichts an der Tatsache eigentlich. Ne? My Second World Style. Den findet er jetzt nicht. Okay. Hat einen Hänger gehabt. So. Es ändert jetzt nichts an dem Ganzen, weil, wenn ich die Ressourcen im Stack Panel mache, wir befinden uns mit den Buttons ja im Stack Panel, geht das noch immer genauso. Jetzt mache ich aber einen Button außerhalb des Stack Panels. Dazu schiebe ich das Ganze mal ein wenig runter. Machen wir 45, so. Und jetzt mache ich hier einen Button. Content Test Button. So. Na klar. So. Und ich sehe, der nimmt keinerlei Style an. Weil ich den Style unterhalb der Hierarchie im Stack Panel definiert habe und der Button außerhalb des Stack Panels ist. Unter dem Grid, aber oberhalb des Stack Panels. Jetzt habe ich vorher angesprochen, okay, Teaming, Skinning, das wäre so eine coole Sache, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt meinen Skin und ich möchte das ganze Skin dann austauschen, dann sieht meine ganze Applikation anders aus. Jetzt müsste ich dann in jedem Window eine Ressource anlegen, auch nicht schön. Ich kann das Ganze auch auslagern. Außerdem wird das schnell hier unübersichtlich. Ganz klar. Es gibt die Möglichkeit, dass man Ressourcen-Files anlegt. Ich sage hier hinzufügen, neues Element und gebe hier mit BF das Ressourcen-Wörterbuch an, Resource-Dictionary und sage jetzt mal, da sind meine Control-Styles drin, Controls. So, jetzt habe ich hier ein Resource-Dictionary, ein leeres wird mir angelegt und hier kann ich jetzt meinen Style hineinkopieren, alle meine Styles, die was ich jetzt hier definiert habe, kann ich jetzt, ich habe es jetzt rausgenommen, jetzt ist mein Fenster wieder, alle Button haben wieder die normale Form, die normalen Eigenschaften, jetzt kopiere ich das hier hinein, habe jetzt hier meine Styles definiert im Controls XAML. Ich könnte jetzt auch umbenennen in Controls Styles oder so, das reicht jetzt mal für das Tutorial, das Controls heißt. Ja, und jetzt könnte ich im Window, im Grid oder wo auch immer, normalerweise macht man es im Window, in den Ressourcen, könnte ich jetzt sagen, okay, gut, ich möchte haben ein Resource Dictionary. Die Quelle ist Controls XAML. Und dann bindet er mir das ein und ich habe über den Key schon mal den Button, der was hier definiert ist. Aber warum greifen die anderen Buttons nicht? Ich habe ja hier in den Ressourcen, habe ich ja die anderen Buttons mit allgemein definiert. Warum greift das jetzt hier nicht? Zum einen, lasst euch bitte nicht verwirren, ab und zu bleibt der Designer hängen. Hier zeige ich euch, dass man über den Task Manager hier ab und zu, wenn man sich nicht sicher ist, ob das, was man jetzt gemacht hat, ob das passt, dann killt einfach den XAML Designer. Jetzt muss ich ihn mal finden in der langen Liste an Prozessen. So, da ist der XAML Designer. Hier, wenn ich den kill, dann ist hier
ein Fehler, ein Ausnahmefehler. Klicken Sie, um den Designer neu zu laden. Wenn ich den neu lade, dann kommt er wieder. Und wir sehen, jetzt passt wieder alles. Es passiert mittlerweile, Gott sei Dank, nicht mehr oft. Aber ab und zu macht das immer noch, dass er mir das so macht. Oft hilft einfach nur Steuerung Shift B für Build oder hier oben bei Erstellen, Projektmappe erstellen. Dann lädt der Designer auch zum Teil neu. Also erstellen, Projektmappe erstellen, dann lädt er auch meistens neu. Ich kill ihn dann einfach und tschüss, es geht am schnellsten. Gut, wir sehen, es ist wieder wie wir es vorher hatten, nur dass wir jetzt das Ganze ausgelagert haben und unser XAML hier im Window eigentlich wieder super schlank ist. So wie es gehört. Und jetzt sehen wir auch, dass dieser Button hier oben, dass der jetzt auch diese Eigenschaften angenommen hat, diesen Style, was er vorher nicht hat, weil wir ja die Ressourcen im Stack-Panel drinnen hatten. Jetzt haben wir es oben im Window eingebunden und er übernimmt alle Styles von diesem Resource Dictionary. Jetzt lege ich mal ein zweites Resource Dictionary an, um euch das zu zeigen. Das heißt jetzt einfach Controls 1. Beinhaltet dasselbe, es geht nur um ein gewisses Prinzip. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal neu hinzufüge, dann unterwählt er mir es. Er sagt, die Resources-Eigenschaft darf nur einmal festgelegt werden. Genauso, ich mache jetzt hier drunter einen Style, Target Type, sagen wir jetzt einfach Textbox. Da bekomme ich genau dasselbe. Ressource-Eigenschaft darf nur einmal festgelegt werden. Sobald man ein Resource-Dictionary festlegt, Styles kann ich hier ein paar untereinander hineinpacken, das ist überhaupt kein Problem. Sobald ich ein Resource-Dictionary hinein habe, muss ich diese mergen. Ich muss sie zusammenfügen. Dafür sage ich jetzt einfach Resource-Dictionary. Merge Dictionaries und schmeiß jetzt dieses Resource Dictionary da oben hinein. Jetzt kann ich noch ein zweites hineinschmeißen mit dem 1 am Schluss, dann habe ich jetzt beide eingebunden und darunter kann ich dann jetzt wieder ein Style zum Beispiel machen für die Textbox. Ein Setter. Ja, wenn man tippen auch noch korrekt könnte. So. Gut. Jetzt bekomme ich hier wieder einen Fehler. Warum? Key Attribute required. Textbox braucht einen Key. Auch interessant. Ah, ja, das muss wahrscheinlich jetzt in den Resource Dictionary hinein. Entschuldigung. So, da drin muss das sein. Genau. Darunter darf jetzt dann eigentlich gar nichts mehr sein, sobald man ein Resource Dictionary drinnen hat. So würde das jetzt aussehen. Jetzt habe ich das Ganze ausgelagert in Resource Dictionary oder Ressourcenwörterbücher. Ich finde irgendwie das deutsche Wort doof. Und kann hier schön das einbinden. Da kann ich jetzt natürlich auch sagen, okay gut, ich habe jetzt ein Resource Dictionary für meine Standardfenster und ein Resource Dictionary für irgendwelche Spezialfenster. Und dort schauen meine Button anders aus. Das eine binde ich dort ein, das andere dort. Was ich auch machen kann, ist, damit ich mir das alles erspare, ich kann das Ganze in die Application XAML schmeißen. In der Application XAML habe ich auch hier die Application Resources. Und wir haben ja vorher gerade gelernt, wenn ich das jetzt in das Stack Panel, in die Stack Panel Resources packe, meine Styles, dann gelten sie für alles, was unterhalb dieses Stack Panels ist. Und für Stack Panel selbst natürlich. Wenn ich es ins Grid packe, dann alles, was innerhalb dieses Grids ist und fürs Grid. Beim Window haben wir es jetzt gerade gesehen, fürs ganze Window.
und alles, was sich darin befindet, auch wenn sich User Controls darin befinden. Das vererbt sich alles. Wenn ich es in den Application Resources mache, Wunder, Wunder, für die ganze Applikation. Das heißt, ich kann jetzt diese Styles hinein kopieren hier. Ich kann natürlich hier auch wieder auf Resource Dictionary verweisen übrigens. Also wir könnten jetzt das hier genauso in die Application XAML einbinden. Ja, und dann würde das auch funktionieren. Das können wir jetzt mal zumachen und dann nehmen wir es raus. Wir brauchen keine Ressourcen. So, jetzt kompilieren wir das Ganze mal. So, wir sehen, es funktioniert wieder, obwohl ich hier jetzt auf nichts verweise. Ich kann jetzt das Einsen nehmen wir jetzt einmal raus, weil das ist ein bisschen verwirrend, wenn bei beiden dasselbe drinnen steht. Ihr kennt das Prinzip. Ich habe jetzt einen Style hier drinnen für eine Textbox und ich habe hier verwiesen auf mein Resource Dictionary Controls und darin befinden sich drei Styles. Und genau die werden überall in der ganzen Applikation jetzt eingebunden. Das ist natürlich eine klasse Sache. Das ist natürlich extrem super, dass ich das jetzt überall zur Verfügung habe und überall, wo ich jetzt einen neuen Button mache, habe ich das. Angenommen jetzt, ich möchte es natürlich auch demonstrieren, nicht einfach nur gescheit daherreden, sondern auch wirklich zeigen, dass dem so ist. Ich mache ein neues Fenster, das nennen wir jetzt Testfenster. Habe ich hier jetzt ein Testfenster und ich mache sogar so, ich nehme es jetzt aus dem Designer, Beinhard. Beinhard aus dem Designer, packt ihn daher, zack, und der Button sieht so aus. Immer, überall. Und wenn ich jetzt ein User Control mache, so, mache ich wieder mit dem Designer, zack. Er sieht einfach so aus, der Button, weil es in den Application Resources so definiert ist. Geniale Sache, immer und überall denselben Style. Und auch dieses, wenn ich jetzt einmal kompiliere, dann kann ich auch dieses User Control dann von der Toolbox hier hineinziehen oder hier hineinziehen, das Stack Panel zum Beispiel. Und dann habe ich das da unten dann drin. Ja, sieht man jetzt nicht. Ich tue es mal weiter hinauf. So, da drinnen. Da ist jetzt unser User Control. Und auch hier sieht jetzt der Button genau so aus. Würde ich jetzt hier im Grid, in den Grid-Ressourcen zum Beispiel, oder in den Stack-Panel-Ressourcen, den Style überschreiben, dann würde er, wenn ich das User Control so habe, genauso ausschauen wie jetzt. Wenn ich ihm irgendwo einfüge, auch. Wenn ich ihm aber dann in dieses Stack-Panel einfüge, wo ich dann den Style überschreibe, dann würde das User-Control anders aussehen, weil es den Style vom Stack-Panel erbt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder überzogen. Ich wollte heute eigentlich ein bisschen kürzer das ganze Video machen. Es ist immerhin doch wieder 35 Minuten lang. Ja, okay. Für das, dass es nur Styles waren, gar nicht mal so wenig. Ich hoffe, ich habe alle Fragen von euch beantwortet. Falls ihr doch noch Fragen habt, stellt die bitte im Support-Thread. Ich habe hier den Support-Thread verlinkt auf www.vbparadise.de. Da gibt es im Tutorial-Bereich WPF habe ich das Tutorial. Ich habe übrigens das Inhaltsverzeichnis für euch etwas aktualisiert, was ich ungefähr vorhabe. Schmökert durch, ist sicher für den einen oder anderen was dabei und wenn ihr Fragen habt, dann nutzt gerne den Support-Thread. Wenn ich irgendwas anders machen soll, dann auch kein Problem, Kritik, Lob, alles willkommen. Hilfreich natürlich ist auch willkommen und wenn ihr Fragen habt, ich beantworte die gerne im nächsten Video auch, interaktiv. Also wir können das auch so ein bisschen interaktiv machen oder eben im Thread. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Probieren mit Styles. Das nächste Mal haben wir dann Templates im Programm
Und bis dorthin könnt ihr mal ein bisschen üben und ein bisschen spielen mit den Styles. Ihr werdet sehen, da kann man richtig viel spielen damit. Und sonst wünsche ich euch ein schönes Wochenende, schöne eventuell, ja, ich weiß nicht, vor Weihnachten wird sich auf jeden Fall das nächste Video noch ausgehen. Aber einen schönen Fenstertag wünsche ich euch und tschüss und bis zum nächsten Mal.